Guten Abend. Willkommen Ihnen. Willkommen hier im Studio. Toll, dass Sie da sind und uns gleich in gute Stimmung bringen. Fußball aus Italien, liebe Zuschauer. Das Aktuelle vom Tage. Fußball aus Frankreich. Der letzte Auftritt des AG Auxerre vor dem Europapokalspiel gegen Borussia Dortmund. Oder aber Fußball aus der zweiten Liga, Leipzig gegen Unterhaching. Das sind unsere Themen. Das ganz Aktuelle, das ganz normale Geschäft. Dann aber Stürmannschaft, die jemals das Endspiel um den DFB-Pokal erreicht hat. Sie sind heute Morgen aus Berlin losgefahren, waren 4 Stunden unterwegs auf der Strecke nach Hamburg mit dem Bus. Inzwischen sind Sie eingetroffen, da haben Sie die Bilder. Und in der Zwischenzeit hatten Sie mit Sicherheit genug Gelegenheit, all das nochmal zu reflektieren, was auf Sie eingestürzt ist. Unsere Redaktion hat immer an Sie geglaubt und Sie schon am Dienstag eingeladen, einen Tag vor der Sendung. Ihre Lieblingsmusik ist Eye of the Tiger, das hören Sie im Hintergrund. Und jetzt sind Sie auch bei uns, live in Ranissimo. Die Amateure von Hertha BSC Berlin. Das hört ja überhaupt nicht auf. So viele Spieler gehören zum Kader. Aber die Betreuer sind natürlich auch mit dabei. Kommt an meine rechte Seite. Hervorragend. So. Neben mir ist der Trainer Jochen Ziegert. Ein Empfang fast so wie im Olympiastadion am Mittwoch. Hm? Ja, ähnliche Dimensionen, ähnliche Lautstärke. Ja. Aber danach war richtig was los bei Ihnen. Sie sind herumgereicht worden. Was denn eher PR-Last oder PR-Lust, was Sie gemacht haben? Ja, am Anfang war es Lust, aber im Laufe der Zeit wurde es dann doch ein oder andere Mal zur Last, weil wir ja nebenbei auch immer kräftig gefeiert haben. Ja, so ganz nebenbei, aber ja, das hatten Sie auch verdient. Ich will mal ein bisschen bei den Jungs rumgehen. Wo ist denn der Sven Kaiser zum Beispiel? Da ist er, siehst du, wunderbar. Ewig gefeiert, hat der Jochen Ziegert eben gesagt. Wie oft haben Sie denn geschlafen, so zwischendurch, vom Mittwoch bis Sonntag? Na, ich möchte mal so ausdrücken, um wieder richtig fit zu sein, brauche ich 2, 3 Wochen. Das war. Haben Sie aber einiges nachzuholen an Schlaf. Wo waren Sie überall? Also ich will jetzt nicht die Kneipen wissen. Na gut, wir waren auch in den Medien überall vertreten, bei Gottschalk, im DSF. Und natürlich mussten wir auch Zeitungstermine wahrnehmen. Also wir waren überall, wir sind rumgereicht worden. Aber hat, glaube ich, richtig Spaß gemacht. Jetzt mal Hand aufs Herz, meine Herren, ich gehe mal extra nach vorne. Wer von Ihnen hat, Hände hoch, seit Mittwoch einen Anruf von einem Bundesliga-Verein bekommen? Keiner? Das überrascht mich aber. Oder wollt ihr nicht raus mit der Sprache? Guck mal, er guckt da ganz bedeckt nämlich, hä? Herr Kaiser. Nee, wirklich nicht? Ja. Anruf nicht direkt, sag ich mal. Man gab kleine Gespräche, Zettelchen zugesteckt, aber ein Anruf noch nicht, nee. Also so ein bisschen vorgeplänkelt. Ja. Soll ich fragen, mit wem Sie geplänkelt haben? Oh, darüber darf ich nicht sprechen. Wie ein ausgebuffter Profi schon, ne? Ja? Also, dann kann es einer werden. Aber wenn das Einzige war, dann wollen wir den Bundesliga-Managern mal zeigen, was die Jungs drauf haben, damit vielleicht doch noch ein paar mehr Anrufe kommen. Hier ist der Weg dieser Mannschaft ins Finale, dargestellt von Michael Wedegärtner. Am Anfang gab er den Takt beim Triumphmarsch der Hertha Amateure.
Den nächsten Festtag leitete dann Rohrleger Andreas Zimmermann ein, das 1:0 gegen Nürnberg im Viertelfinale. Den Ausgleich steckten die Hertha-Bubis locker weg, Daniel Lehmann erzielte 2 Minuten vor dem Ende das 2:1. Und bei den Siegesgesängen gab es einen neuen Text. Dann das Halbfinale. Die Luft im Olympiastadion brennt. Und nach genau 6 Minuten die erste Explosion. Grenzenlose Freude, unglaubliche Begeisterung und alle, bis auf ihn, wollten die Sensation, die nach 20 Minuten eintrat. Das 2:0. Dass Chemnitz noch ein Tor gelang, egal. Schon zur Pause gab Frank Zander die Parole für die Nacht aus. Aber nach Hause sind sie irgendwann doch mal gegangen und jetzt eben bei uns. Inzwischen ist für 2 von ihnen sogar der Alltag wieder eingekehrt. Die Herren Kleves und Zimmermann haben gestern in der 2. Liga gespielt, bei den Profis mit Hertha BSC. Und einer davon hat heute Geburtstag, Gerald Kleves. Wo ist er denn? Ja? Da, einmal aufstehen. Glückwunsch. Und dieses hier? Ist der Mann, der das 2:0 gegen Chemnitz gemacht hat, hat vorhin, kurz vor der Sendung, ein kleines Problem gehabt. Um 18.04 Uhr schlief er bei uns in der Redaktion ein. Sven, und was passierte dann? Dann haben sie mich geweckt, ja. Ich glaube, das können alle gut verstehen, dass sowas passiert. Aber sie haben sich mit Sicherheit in der Zwischenzeit auch mal Gedanken gemacht, nämlich darüber, was passiert ist. Hat man das verarbeitet? Weiß man, dass man Geschichte geschrieben hat? Oder denkt man immer noch, das ist ein Traum? Also noch ist es ein Traum. Ich denke mal, vielleicht in einer Woche, vielleicht hat man es richtig begriffen, was wir überhaupt da geleistet haben. Aber im Moment ist es noch, wenn man so rumgereicht wird durch die Medien und immer, wenn man die Zeitungsberichte liest, also ist wie ein Traum. Aber ich habe es eben schon gesagt, der Alltag kommt eben irgendwann mal. Zum einen bei den Vertragsamateuren, die schon in der Profimannschaft gespielt haben. Zum anderen bei den Schülern im Team. Sie haben mal 2 Abiturienten. Einer ist hinter mir, glaube ich, ne? Ja. Die beiden Herren heißen Schmidt und die beiden Herren sind Zwillinge. Nun habe ich ein Problem, ich weiß nicht, wer wer ist. Das aber lässt sich lösen. Also, das ist der Andreas. Und wo ist der Olaf? Nee, der Oliver. Der Oliver. Der ist da, alles klar. So, und ihr habt noch eine Klausur geschrieben, eine Biologieklausur. Ja, also wir haben am Donnerstag um 8 Uhr die Klausur geschrieben. Und Donnerstag deswegen, um 8? Ja, und konnten deswegen am Mittwochabend, also nicht sehr lange feiern halt. Wann seid ihr ins Bett gegangen? 1:30, 2. Meine Güte. Und was habt ihr für ein Gefühl jetzt bei der Klausur? Oder gibt es da sogar schon Ergebnisse? Ja, wir haben sogar die Ergebnisse schon zurückbekommen und mein Bruder hat eine 3 und ich habe eine 2-. Also wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Hervorragend, eine 3 und 2-. Oliver, aber sagen Sie mal, das ist doch ein dolles Ding. Man schreibt am Tag danach eine Biologieklausur. Ich würde nach so einem Erfolg an alles denken, aber nur nicht an tropische Pflanzen. Oder? Naja, das ist mein letztes Schuljahr und da habe ich mir gedacht, also dann mache ich die Klausur nochmal. Also es war noch ein Leistungskurs und somit war es eigentlich ganz wichtig. Vielleicht eine Grundkursklausur wäre ich vielleicht nicht gekommen. Mhm. Profi mal werden irgendwann? Ja, das ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel. Aber erstmal Abitur machen. Ja, ist ja zu Ende, ja? Jetzt im Juni. Die Geschichten dieser Mannschaft, der Personen in der Mannschaft, sind ja teilweise sehr verrückt. Ne? Ihr habt zum Beispiel auch einen jungen Mann aus der Türkei, Ayan. Wo ist er? Da ist er, genau, das ist der Ayan. Wie wird das ausgesprochen? Gezen? Normalerweise auf Türkisch Gezen. Gezen. Aber mittlerweile spricht jeder Gezen und man gewöhnt sich dran. Ja, und das ist der Beweis dafür, dass es bei der Hertha, bei den Amateuren wirklich so ein Bevölkerungsgemisch gibt, ein echtes Berliner Gemisch. Ost, West, die Türkei ist vertreten. Wie sind die zu Hertha gekommen? Ja, ich habe angefangen bei Hertha 06 in Charlottenburg Fußball zu spielen und nach 8 Jahren wechselte ich zur starken Siemensstadt und da ist der Dietrich von Sauber auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann zu Hertha geholt. Aber unter etwas merkwürdigen Umständen, oder? Ja, das war so gewesen, es war kurz vor den Sommerferien gewesen und da hat er gesagt, willst du mal rüberkommen? Habe ich gesagt, ja, und daraufhin hat er mir ein Ticket nach Istanbul spendiert.
Für 500 Mark? Für 500 Mark, ja. Glänzende Ablösesumme für Hertha BSC, kann man wahrscheinlich nicht meckern als Verein. Ja, ich glaube nicht, dass sie meckern können. Aber sie sind auch zufrieden. Prima. Ihr habt die große Chance, im Finale am 12. Juni noch mehr zu erreichen. Darüber reden wir noch im Verlauf der Sendung. Zunächst aber, liebe Zuschauer, schauen wir mal drauf, wann unsere nächste Live-Übertragung ist, hier in Sat.1. Bis gleich. Der Cup und seine Überraschungen. Noch ein Berliner hat das Finale erreicht. Er kommt vom Blau-Weiß 90. Jetzt spielt er in Leverkusen und heute Abend ist er hier. Rüdiger Vollborn. Rüdiger, schönen guten Abend. Nehmen Sie Platz. Und herzlich willkommen auch bei uns. Ihre Gegner da drüben können sich mal anfreunden mit den Herren. Ne? Ich glaube, wir sind ganz schön heiß auf Sie. Natürlich im sportlich fairen Wettstreit. Aber um auf Sie zurückzukommen und auf den letzten Dienstag und das Spiel in Frankfurt. Sie haben ja durch Ihre Glanzleistungen eigentlich erst den Grundstein gelegt, dass Leverkusen ins Finale gekommen ist, haben damit aber eigentlich auch Steppi ein bisschen vorzeitig aus Frankfurt weggeschickt. Ne, Ihren nächsten Trainer. Ja. Haben Sie langfristig gedacht? Wollten Sie nur zu... Ganz einfach kurzfristig egoistisch. Ganz egoistisch, ja? Ja. Und ich glaube, da guckt man auch gar nicht drauf. Nicht in Ordnung. Ja, was ist das dann? Fehlt Hinweis auf Speierling. Was Speile für die alte Hochstädter? Ich steppe für Fußball. Ja, da hat er recht. Prost! Der alte Hochstädter. Auf alles, was echt ist. Das also braucht der Mann in Leverkusen. Appleboy. Wie wollt ihr ihm das denn garantieren, da oben am Rhein? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es irgendeine Firma, die das ihm liefern kann aus Frankfurt. Der Weg ist ja nicht so weit, ne? Nee. Aber nun gibt es ja vielleicht ein Problem, Rüdiger Vollborn. Der Reinhard Saftig geht, Baski, was es da noch alles gibt in der Bundesliga, bei Ihnen im Verein 4, glaube ich sogar. Ja. Sagen Sie mal, warum ist das nicht möglich, in Berlin eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen? Also, bis auf die harte Amateure. Ja, das Problem früher war halt einfach, dass die Jugendarbeit und von Hertha BSC nicht so war, dass man unbedingt noch zu Hertha BSC gehen konnte. Also für mich war das nie ein Thema, weil die Jugend war schlecht und bei den Profis, da wurde immer nur eingekauft. Und in den letzten Jahren machen sie es recht gut. Die Jugend spielt in allen drei Klassen immer oben mit. Letztes Jahr, glaube ich, war sogar deutsche Vizemeisterschaft, soweit ich mich erinnern kann, oder Meister. Ich weiß nicht genau, in der Jugend waren sie zumindest wesentlich stärker geworden. Fragen wir mal, was habt ihr erreicht in der Jugend letztes Jahr? War da letztes Jahr irgendwas, oder? Kann das sein, vor zwei Jahren? Halbfinale. Also zumindest ist es so, um eines besser, als was zu meiner Zeit war. Und im Augenblick bin ich der Meinung, dass Hertha auf dem richtigen Wege ist. Mit jungen Spielern was zu machen, das zum Beispiel sitzt hier, müssen nur auf dem Weg bleiben und nicht wieder irgendwelche alten Leute aus dem Westen holen. Ich glaube, Sie sind auf einem ganz guten Weg. Und die Berliner, die jetzt in der Bundesliga spielen, sind aber auch auf einem guten Weg. Wir haben den Bundesligaspieltag von gestern mal durchforstet, liebe Zuschauer. Und Pit Vogler hat dabei ungeheuer viel Berliner Bezüge gefunden. In Bremen wurde gestern ganz zu Ehren der Hertha Amateurabteilung das Berliner Gedenkwochenende angeleitet. Pokalneuauflage Werder gegen Kaiserslautern. Freunde unter sich ganz anders als damals. Wir erinnern. DFB-Pokalendspiel 1990 in Berlin. Das Drama um Bremen. Der Sieger hieß Kaiserslautern. Stefan Kunz, der Held von damals. Was ist heute? Stefan Kunz 1993 verletzt, gedient. Rüdiger Vollborn, was sagen Sie denn zu denen hier, zu den Berliner Jungs? Ja, die sind für mich schon die Mannschaft der Saison 92-93. Da können sie im Endspiel spielen, wie sie wollen, das ist völlig egal. Was hätten Sie denn gemacht am 12. Juni, wenn Sie nicht zufällig selbst hätten spielen müssen? Ich hätte mir das Spiel angeguckt. Wären Sie hingegangen? Nee, zu Hause vom Fernseher. Vom Fernseher? Ja, da gehen wir nicht hin. Nee, es wird zu voll. Ist da? Och, Mensch. Das ist aber schade. Also, meine Eltern wohnen zwar noch in Berlin, aber... Ich bin eigentlich ein sehr bodenständiger Typ, jetzt in Leverkusen geworden und möchte auch bleiben. Echter Rheinländer geworden. Ich fühle mich wohl da. Bekennender Rheinländer, ja, sowas, genau. Ja. Carsten Ramlow, Sie haben das 1-0 gemacht und rechnen sich mit Sicherheit jetzt auch am 12. Juni gegen Rüdiger Vollborn nochmal so ein Ding aus, oder? Ja, warum nicht? Also wir haben sehr gut gespielt und wenn wir so kämpfen und so weiterspielen jetzt auch im Endspiel, warum sollen wir denn nicht Leverkusen packen? Oh, sehr optimistisch. Herr Vollborn, wird eine kaum lösbare Aufgabe für Sie im Finale. Ja, ich bin froh, wenn wir die Favoritenbulle loswerden. Also ich sag mal, wenn wir 100 Freundschaftsspiele machen würden, sag ich, würden wir 90 gewinnen.
Aber das ist kein Freundschaftsspiel, sondern das ist das Pokal-Endspiel. Und da sind 60.000, die denen den Rücken stärken werden. Und das wird unser größtes Problem werden. Die werden rennen bis zum Umfallen. Wir auch. Mal sehen, wer zum Schluss noch 11 Spiele hat, die laufen können. Also sie sind ja wirklich am Mittwoch gerannt und wussten gar nicht mehr, warum. Die haben ja überhaupt nicht aufgegeben. Das hat man am Fernsehschirm unheimlich toll gesehen. Carsten Nied, knallharter Deckungsspieler, ne? Und im Nebenberuf, nee, im Hauptberuf muss ich sagen, Finanzbeamter. Sieht man ihm aber nicht an, Gott sei Dank. Und ganz nebenbei auch noch werdender Vater. Ja, im 8. Mai ist es soweit. Aber ja. Ich bin hauptberuflich Finanzbeamter. Hauptberuflich Finanzbeamter, nebenberuflich Vater. Ja. Fußballer, ja. Sie wollen mal Profi werden? Ja, auf jeden Fall, ja. Und warum sind Sie jetzt noch beim Finanzamt? Ja, weil nur mit Fußball reicht das Geld nicht. Reicht, kann man nicht seinen Mann stehen, kann man sich nicht ernähren. Ja. Sagen Sie doch mal vielleicht was dazu, was der Rüdiger Vollborn eben gesagt hat. Da ist ja so ein bisschen auch die Angst da, dass ihr wirklich rennen werdet bis zum Umfallen, dass die halt in der totalen Favoritenrolle sind und dass das eure Chance sein könnte. Sehen Sie das genauso? Ja, es wird doppelt so schwer, aber ich glaube, mit den Zuschauern könnte man es schaffen. Ja. Wir haben jetzt schon so oft Wunder vollbracht, warum sollen wir es jetzt nicht nochmal schaffen? Also ich glaube, eins wird dieses Gespräch auch auslösen, dass man in Leverkusen in der Tat auch darauf achtet, sie nicht zu unterschätzen. Aber ne, manchmal ist das ja im Unterbewusstsein so drin, da kann man wahrscheinlich gar nichts gegen ändern. Dieses Unterbewusstsein hat man mit Sicherheit in der zweiten oder dritten Runde. Wenn wir da, hat er bis 10 mal Tore gezogen, hätten wir gesagt, oh super, bombig. Aber im Endspiel, da gibt es keine Unterschätzen mehr. Wir haben keinen Einzelnen, der bisher den Pokal geholt hat. Und wenn da einer von uns meint, er könnte mit links das Ding gewinnen, der kriegt von mir einen Arschtritt. Da steht er dahinter. Dann wollen wir noch mal kurz mit dem Trainer ein Wort wechseln. Joachim Tigert, Joachim mit M, ne? Mit Martha hinten. Ganz, ganz korrekt. Wichtig. Kein Druckfehler, genau. Herr Tigert, Ihr Auto haben Sie schon gekriegt vom Verein. Ja, das war so eine kleine Geschichte mit meinem Vorstand. Der sitzt ja auch gerade hier. Hab bei ihm zu Hause auf der Tankstelle so ein Auto gesehen und er hat mit mir gesprochen. Er wollte mir irgendwas über Fußball erzählen, aber ich war so fasziniert, weil das seit Jugend mein Traumauto ist. Und er hat dann zu mir gesagt, Junge, ich rede seit 10 Minuten auf dich ein, aber du hörst ja gar nicht, was ich sage. Ich habe dann gesagt, entschuldige, das ist mein Traumauto und ich muss mir das erstmal angucken. Und dann hat er gesagt, Junge, komm ins Endspiel, dann kriegst du so ein Ding. Naja, jetzt bin ich soweit. Und das hat geklappt. Ja, das hat geklappt. So, Sie sind also versorgt. Aber was ist nun mit der Prämie? Da gab es ja offensichtlich ein bisschen Streit, ein bisschen Hickhack. Und darum sitzt der Jörg Thomas, der Abteilungsleiter Amateurfußball, auch da. Über 150.000 Mark konnte man lesen, dass die Jungs die bekommen sollten nach dem Spiel gegen Chemnitz. Erstens, ist das so? 150.000 für den ganzen Kader von 20, 25 Leuten. Und was ist mit dem Finale? Also das Präsidium hat ganz klar gesagt, diese Summe wird aufgeteilt durch die Spieler und da gibt es einen Schlüssel, den werden die Spieler intern selber lösen. Da halten wir uns also generell raus. Seid ihr zufrieden damit, Carsten Ramelow? Mit der Summe? Mit 10.000 Mark? Ja. Ja, also könnte man schon zufrieden sein. Ich meine, wir sind jetzt so weit gekommen und gut, ich glaube, Leverkusen, die haben fürs Erreichen des Endspiels 20.000 bekommen oder so, habe ich gelesen. Meine stimmt, warum? Sag er nicht. Wollten Sie mal kitzeln, ne? Was haben Sie verdient bei den Profis? Ich meine, warum nicht 20.000? Also wir sind halt eine Amateurmannschaft und so weit gekommen. Also reden wir über das Finale. Finale 20.000 möglich? Denkbar wäre es, aber wir haben bis jetzt noch nicht darüber gesprochen. Das ist eigentlich viel zu früh gekommen. Und selber waren wir ja auch total überrascht gewesen davon. Und darum bin ich im Augenblick noch nicht in der Lage, diesen Betrag zu bestätigen. Aber wir werden im Präsidium darüber sprechen, auch mit der Mannschaft und mit den Mannschaftsführern. Gut, und nun wollen wir ganz zum Schluss noch eins klären, aber das ist ganz, ganz wichtig. Wer spielt im Europapokal, Entschuldigung, Rüdiger Vollborn, falls diese Mannschaft sich durchsetzt gegen Sie? Spielt ihr oder spielen die Profis? Das wäre nach den Statuten möglich, dass der Verein die Profis ranlässt, weil der Verein gemeldet wird und nicht die Mannschaft. Wie sehen Sie das? Das ist richtig. Also ich hoffe natürlich, dass wir spielen. Wir sind jetzt so weit gekommen und es wäre natürlich jetzt gemein, wenn die Profis jetzt spielen. Aber ich weiß noch nicht, was der Vorstand sich da einfallen lässt und die Trainer, was sie da machen. Wäre eine Sauerei, aber wie sehen Sie das? Also bis jetzt ist darüber auch noch nicht ganz genau gesprochen worden. Wenn es so wäre,
dann ist eine Sache ganz klar, die Amateure haben es bis jetzt geschafft und davon kriegen viele Profiverträge, dann ist sowieso eine Mischkalkulation drin und dann wird vermutlich auch ergänzt werden der eine oder andere Spieler. Davon würde ich jetzt ausgehen. Na, aber das klingt schon ein bisschen nach Vorbeugen, ne? Wir werden das schon machen mit den Profis, weil die stärker sind und dann machen wir einen Amateur mit rein in die Mannschaft. In erster Linie müssen wir erstmal das Endspiel gewonnen haben und dann kann man darüber auch reden. Bloß vorher darüber sprechen, bringt meistenteils kein Glück und da wollen wir ruhig mal abwarten. Also schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber das finde ich eigentlich relativ unfair, dass man da überhaupt noch mal sagt, wir wollen da mal drüber reden. Die sind den Weg gegangen, diese Mannschaft. Und dieser Mannschaft wollen sie das Erlebnis Europapokal nicht gönnen. Ich möchte es generell sowieso nicht wegnehmen, sondern ich bin nur der Vorsitzende der Amateurabteilung, sondern das käme ja vom Präsidium. Und da muss man sich unterhalten und Präsidium kann ich nicht übergehen. Gut, dann einstweilen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir machen nachher noch mal weiter. Schön schon mal, dass ihr da wart. Danke. Dienstag, Europapokal. Ja? Noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz? Wollen Sie mal? Bleibt das noch. Vielleicht, ja, oder Sie lassen das auch, lieber Sven Meyer, falls Sie auf dem Spielfeld dann vielleicht auch mal so in die Nähe kommen. Wir freuen uns danach an, wenn wir den Pokal geholt haben. Dann geht nach Ordnung. Rüdiger Vollmann, Sie haben aber jetzt die einmalige Gelegenheit, zusammen schon mal mit den Jungs zu singen. Denn die haben ein ganz, ganz tolles Lied auf Lager und Sven Meyer ist die Stimmungskanone schlechthin. Damit wollen wir uns ganz locker verabschieden, Sven. Hier haben Sie das Mikrofon. Denken Sie sich ganz schnell eins aus. Entweder euren Pokalhit, den ihr selber auf Platte gebracht habt, oder irgendwas anderes, was ihr mal im Bus das gesungen habt. Lass mich aber nicht im Stich, Jungs. Ja. Wir machen das schon, ne? Ich sag von hier aus schon mal tschüss. Schönen Dank, Rüdiger Vollmann. Viel Erfolg in der Bundesliga im Pokal. Und euch, ihr Helden, alles Gute bis zum 12. Juni. Da sieht euch die Öffentlichkeit wieder. Sven, du bist dran. Übernimm bitte. Los. Schuss, Tor, Hurra! Wir holen den Pokal. Noch ist es ein Traum, noch uns es gab. Wir wollen den Ideal uns heißen. Schuss, Tor, hinein! Das muss ein Berliner sein. Erst frech wie ein Spatz die großen Neck, um sie später dann zu beißen. Komm auf! Oh. Ja.